Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video sprechen wir über das Thema Hyänen. Hierbei geht es nicht um einen speziellen Charakter, sondern ich wollte mit euch einfach allgemein über das Thema Hyänen reden. Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. So, starten wir los mit dem Thema und einer grundsätzlichen Frage, die man sich gelegentlich bei den König der Löwen Filmen stellt. Wenn man den ersten König der Löwen Film sieht, bekommt man den Eindruck, dass hier alle Tiere im geweihten Land im ewigen Kreis zusammenleben können. Allerdings stellt sich heraus, dass die Hyänen hier nicht mit einberechnet sind. Denn die leben im Schattenland und dürfen nicht ins geweihte Land. Werden die Hyänen nicht somit eigentlich irgendwie ausgegrenzt? Im Laufe des Films, vor allem dann, wenn Scar König wird, sieht man ja, was mit dem geweihten Land passiert, wenn die Hyänen dort leben. Sie fressen ohne Ende, was dazu führt, dass die Tiere, die noch übrig sind, weiterziehen. Damit zerstören sie das gesamte Ökosystem im geweihten Land und das sorgt dafür, dass das geweihte Land am Ende so aussieht, wie es aussieht. In die Garde der Löwen wird uns das Ganze mit dem ewigen Kreis des Lebens begründet. Und laut der Serie gibt es auch Tiere, die versuchen, diesen Kreislauf zu stören. Und in die Garde der Löwen sind es unter anderem, neben den Krokodilen und ganz vielen anderen Tieren, auch die Hyänen. Allerdings weiß ich nicht, ob das so stimmt. Denn meiner Meinung nach sind die Hyänen auch ein wichtiger Bestandteil dieses Kreislaufs. Und ich weiß auch nicht, ob der Kreislauf des Lebens etwas ist, wonach man leben kann oder dem man sich unterordnen kann, sondern ich glaube, das ist einfach das, was es ist. Um es in einem Beispiel zu erklären. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass die Zeit, in der Mufasa König war, definitiv eine gute Zeit fürs geweihte Land war. Alles war am Blühen und die Tiere konnten friedlich miteinander leben. Also eigentlich eine gute Beschreibung für den Kreislauf des Lebens. Ich könnte mir aber vorstellen, dass viele der Meinung sind, dass Scar diesen Kreislauf des Lebens zerstört hat. Und zwar an dem Punkt, als er Mufasa tötete, um selbst König zu werden und vor allem, als er die Hyänen ins Land ließ. Allerdings finde ich das nicht, denn auch in der Natur ist es gang und gäbe, dass sowas passiert. Das heißt, es kommt durchaus vor, dass ein neuer Löwe den Anführer eines bestehenden Rudels töten möchte, um selbst der Anführer des Rudels zu werden. Eigentlich genauso, wie wir es zum Beispiel in My Pride sehen. Das ist zum Beispiel ziemlich nah an der Realität. By the way, wenn wir schon bei My Pride sind, für die Leute, die mich immer fragen, wann denn das nächste My Pride Video kommt, den kann ich nur das Video empfehlen, das ich im Dezember hochgeladen habe, wo ich über das Thema nochmal genau rede. Ich beantworte die Kommentare nämlich bewusst nicht, denn dann müsste ich 100-mal dasselbe schreiben. Und in dem Video ist alles zusammengefasst, das ihr wissen müsst. Also, weiter in der Story. Ich persönlich finde, dass auch Scars Handlungen ein wichtiger Teil im Kreislauf des Lebens sind. Denn um das zusammenzufassen, was Mufasa Simba erklärt hat, aus dem Tod entsteht eigentlich immer wieder Leben. Und auf lange Sicht passiert das gleiche mit dem geweihten Land. Es geht zwar unter Scars Herrschaft unter, er blüht aber danach wieder unter Simbas Herrschaft. Und selbst wenn Simba nicht zurückgekommen wäre, früher oder später hätten Scar und die Hyänen weiterziehen müssen, weil es dort keine Nahrung mehr gibt. Und spätestens dann wäre das Land über lange Zeit wieder bewohnbar geworden. Kommen wir jetzt aber nochmal explizit zu dem Thema mit den Hyänen. Wie schon gesagt, bin ich der Meinung, dass die Hyänen ein wichtiger Bestandteil im Kreislauf des Lebens sind. Warum sie in König der Löwen unter Anführungszeichen so ausgegrenzt werden, kann ich mir mit zwei Sachen erklären. Zuallererst und womöglich auch das Wichtigste ist, dass es für die Story ziemlich wichtig ist. Denn damit haben wir auch unsere Bösewichte. Und die zweite Theorie ist die Menge an Hyänen. Denn wie wir es in Sight bereits sehen, handelt es sich hier um extrem viele Hyänen. Und auch hier zählt dieses Sprichwort, die Dosis macht das Gift. Denn ein paar Hyänen wären grundsätzlich nicht schlimm für das geweihte Land. Aber je mehr Hyänen im geweihten Land sind, desto mehr brauchen die auch zu fressen. Und dann läuft es genau auf diese Szenen aus dem Film hinaus. Das geweihte Land ist kahl gefressen. Allerdings, um das Beispiel umzudrehen, wäre es das gleiche, wenn die gleiche Menge an Löwen im geweihten Land leben würde. Denn auch die brauchen dann ziemlich viel zu fressen und auch das würde so nicht funktionieren. Aber gerade Hyänen wie Janjan und seine Meute zum Beispiel hätten eigentlich genug Platz im geweihten Land. In der Serie wird es immer ziemlich dramatisch dargestellt, wenn sie eine Herde verfolgen und jagen. Und grundsätzlich gedacht ist es eigentlich auch etwas dramatisch, immerhin wollen sie jemanden aus dieser Herde fressen. Aber umgekehrt gedacht machen die Löwen am Königsfelsen eigentlich das gleiche. Und selbst wenn Hyänen ziemlich gerne und ziemlich viel fressen, würde eine Gruppe in der Größe von Janjas Meute das geweihte Land definitiv nicht gefährden. In die Garde der Löwen zum Beispiel bin ich der Meinung, dass die Hyänen nur deswegen nicht im geweihten Land leben dürfen, damit man einen Bösewicht hat. Und da man die Hyänen ja aus dem Film schon als Bösewicht kennt, passt das grundsätzlich sehr gut. Was ich hier abschließend grundsätzlich sagen wollte, ist, dass ich der Meinung bin, dass die Hyänen ein wichtiger Teil im Kreislauf des Lebens sind. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!